Hier spricht wieder Ustra und ihr seid zurück zu einer weiteren Folge The Evil Within. Und nachdem ich meinen inneren Zufluchtsort, den ich jetzt so nenne, wieder einmal betreten habe, um mich hätte verbessern zu können, war ich sehr unschlüssig, ob ich mich hätte verbessern sollen. Okay, dieser junge Mann versucht meinen jungen Mann. Schleichangriff. Steuerung an Leertaste. Schleichangriff. Töte Gegner, die dich nicht bemerken. Und den Rest kann ich nicht lesen, weil ihr so schnell seid. Guten Tag. Gut, dass ich immer mein Messer dabei habe und einfach wahllos irgendwelche Leute, die gegen die Tür klopfen, erledige. Ich kann ihn leider nicht in Brand stecken. Ich weiß aber auch nicht genau, wofür das gut sein soll, wenn ich Leute in Brand stecke. Aber ich denke mal, normalerweise, wenn ich seinen Kopf erledigt habe... Guten Tag. Dann, lauf doch nicht weg, ich bin doch dein Freund. Oder wenigstens mache ich mich... kontextabhängige Aktion, Steuerung, Leertaste, Kletter über Hindernisse wie Fenster. Ich lasse den einfach mal da liegen. Normalerweise dürfte sich ja nicht mehr bewegen nach so einem... Nach so einem Kopftreffer mit dem Messer. Da hinten ist eine Art Leuchtturm oder sowas. Auf jeden Fall... Ich frage mich, wo meine Freunde mich da liegen gelassen haben. Oder wurde ich... Scheint eine Art Leuchtturm zu sein. Oder das Auge Saurons. Oder Sarumans, wer weiß das schon. Hier brennt noch ein bisschen was. Entschuldigung? Zu ist irgendwie die falsche Richtung. Was liegt da rum? Flaschen? Gut, dass ich keine 5 Sekunden habe, um mich irgendwie... Wer bist du? Mal schauen. Hey, seid ihr hier aus der Gegend? Ich habe keine Ahnung, wo... Kann nicht weiter. Gut. Okay, Licht ist schlecht. Licht ist schlecht. Aber um mich zu zeigen, ich zeige hier auch nicht auf dich. Kann ich dich mit der Flasche anwerfen? Sehr gut. Jetzt kriegst du eine in die Fresse. Komm schon! Du willst es doch auch! Ja, genau! Warum, steht er wieder auf, wenn ich ihn trete am Boden? Ist mir noch nicht ganz geläufig jetzt an dieser Stelle. Ich prügel mich jetzt einfach mal mit dem. Mal gucken, was passiert. Okay, ich habe verstanden, ich sollte mich langsam an die nähern. Ist okay, habe ich völlig, ist alles genug. Ist alles gut, wenn ihr keine Ausdauer mehr habt, drückt wiederholt Leertaste, um dich schneller zu regenerieren. Okay, macht für mich keinen Sinn, aber... Gut, dass wir das nochmal sehen dürfen. Ich bin mir noch nicht genau... Ich bin mir noch nicht sicher, was jetzt hier genau passiert. Weiß nicht, eventuell kann ich den in das... Und da sind wir wieder zurück. Da wurden wir gerade unterbrochen. Es ist leicht minimal abgekackt, das Ganze. Ich weiß nicht genau, warum. Das ist ja schön, dass du nicht siehst, dass ich das einfach in Feuer geworfen habe, da die Flasche. Okay, die sind clever genug, nicht ins Feuer zu gehen. Wie schön. Muss mal eben gucken, wie ich meine Lampe ausmache. Ich denke mal, Lampe ausmachen ist hier ganz groß geschrieben. Ich weiß noch nicht, was ich mit euch machen soll. Ich überlege ja, Schleichangriffe auszuführen, aber irgendwie...
Mal schauen. Wenn ihr jetzt lieb und nett bleibt, dann klappt das sogar mit den Schleichangriffen. Aber dafür müsst ihr jetzt extrem leise sein. Tschüss. So leise ungefähr. Stehst du? Wo ist der komische Freund hin? Der ist hinter das Haus gegangen. Alles klar. Gegen einen könnte ich mich wahrscheinlich so kloppen. Irgendwie. Ich habe es zwar auch letztes Mal nicht geschafft, mich zu kloppen mit dem. Lesen werde ich später. Erstmal hier den einen oder anderen. Hup. Das war natürlich nix. Das muss ich jetzt mal sagen. Oh. Huch. Munition alle? Ja, scheint so. Du bist aber auch sehr hässlich. Au. Hätte mir jetzt durch mich durchgehauen, bitte. Ich geh mal hier in die Hütte rein. Streichhölzer, das ist auf jeden Fall wichtig. Denke ich. Spritze, richtig wichtig. Und man geht in einen... Gut, das ist schon mal wichtig zu... Das ist schon mal gut zu wissen. Verstecken. C verbrennen. Okay. Ich hab zwar nicht mal gesehen, dass da einer liegt, aber... Verbrennen wir den mal. Okay, wir können jetzt erstmal hier lang abhauen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich den töten muss. Oh! Sprengfalle! Scheiße! Das war bestimmt laut. Meinem seinen komisch schnörkeligen Kollegen suchen, der nicht mehr existiert. Ja, da bin ich. Ich glaube, ich gehe wieder drauf. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Nach der Superaktion mit der Sprengfalle. Ich dachte, ich... Oh, du bist fix! Wie ein kleines Häschen. Das gibt's ja nicht. Okay, wir sollten einfach abhauen. Das ist so meine Devise. Notiz aus Seegemeinde. Seit wann gibt es hier einen Leuchtturm am See? Stand der schon immer da? Das kreisende Licht streift mich, durchdringt mich. Ich habe das Gefühl, dass es jedes Mal etwas mitnimmt, aber ich weiß nicht, was es ist. Okay, ich gehe dann mal. Tschüss, Wiedersehen. Auf nimmer Wiedersehen vor allen Dingen. Ah, du bist aber auch penetrant, mein kleiner Freund. Da oben steht noch einer. Ich glaube nicht, dass ich mich gegen den verstecken kann. Nein, 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 der scheint... Komm, wir gehen hier mal ins Wasser. Vielleicht kann ich dich hier reinschubsen oder so. Ich habe da so die ein oder andere Idee, was ich mit deinem leblosen Körper mache. Es zieht mich an, wenn ich es nur ansehe. Sehr gut, ich habe gerade wenig Zeit für sowas. Komm, hau mal gerade ab. Okay, die sind sehr, 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 sehr stark. Sehr, sehr, sehr stark. Puppen. Bitte nicht sowas. Da kann ich nicht mehr weiterspielen. Dann ist vorbei. Und wir sehen diese Szene nochmal. Yay, warum nicht? Also ich habe mich sehr schlecht geschlagen. Und muss jetzt überlegen, wie ich mich besser schlagen kann. Der eine, den habe ich wenigstens da erledigt. Hup. Hup. Na, geh mal gucken, was da Schönes liegt. Wehe, du siehst mich. So, du bist schon mal schön ruhig. Wie lieb und nett er auch immer die Leichen ablegt, ist auch richtig. Ich hab da die Sprengfalle nicht gesehen, braucht man nicht meinen. Aber die können wir jetzt entschärfen. Jetzt, wo wir es wissen.
Ich dachte, ich kann hier entschärfen. Ah, da ist es doch. Okay, also man muss da an die richtigen Stellen gehen. Zack. Und wieder ein paar Teile mitgenommen. Spritze mitnehmen. Ich möchte mich nicht im Kleiderschrank verstecken. Danke. Sehr unheimlich, diese Viecher. Oh, hier nochmal den Scheiß mitnehmen. Ich würde ja gerne ein lautes Geräusch machen, damit das Vieh jetzt hier reinkommt. Mich aber dann nicht findet, das wäre jetzt genau das Richtige. Weil sich nochmal mit dem Anlegen macht für mich überhaupt keinen Sinn. Holen wir uns nochmal eben hier die Notiz. Gut, dass wir das schon gelesen haben. Und dann einfach... Oder verbrennen wir den auch nochmal? Ich weiß ja nicht, was das genau bringt. Die zu verbrennen ist ja eine schöne, tolle Gelegenheit, sage ich jetzt mal. Aber stehen die wirklich wieder auf? Oder was ist der Hintergrund, sage ich jetzt mal? Es zieht mich an, wenn ich es nur ansehe. Wie Motten ins Licht. Da wollte ich eigentlich gerade hin, an so einen. Ich gehe mal nicht weiter an die Wasserkante. Ich weiß nicht, vielleicht zieht mich irgendeine mysteriöse Kreatur ins Wasser oder so ein Blödsinn. Ich traue dem Spiel sowas zu. Ich bin schon mal froh, dass wir jetzt diese Szene ein klein wenig unter Kontrolle gekriegt haben. Na komm, pack dich da hoch. Perfekt. Hier ist nichts. Und da oben stand auch einer am Feuer. Was schon mal Kontrollpunkt erreicht. Oh, ein Glück. Ich bin überhaupt noch sehr unsicher, was das Ganze hier betrifft. Der hat mich nicht gesehen. Ein Glück. Blöd sind sie auf jeden Fall schon mal. Aber dass sie nicht in Feuer locken kann, ist aber leicht schade. Sollte nur der eine da sein. Komm, das war hinter dir. Das hast du doch gehört. Bist doch ein cleveres Kerlchen, ne? Ja, da war's. Genau. Und da musst du jetzt 5 Minuten ungefähr hingucken. Ganz gespannt natürlich. Sehr gut. Fein gemacht. Leertaste nehmen. Zweimal... Revolvermunition, sehr gut. Ich versuche die mal gerade nachzuladen. Da ist noch jemand mit Fackel. Das wird immer besser. Auch den sollte ich am besten leise töten. Erstmal hier hinter und erstmal gucken. Dass du mich nicht gesehen hast, ist ein Wunder. Aber wir töten einfach mal alles. Auch wenn du nicht so aussahst, als ob du... Oh, ich habe hier eine Fackel. Mit der ich Leute boxen kann. Sehr gut. Guten Tag. Auch dich verbrenne ich mal. Besser ist. Was denn, eventuell kommt dann dieses Licht und macht euch wieder lebendig oder keine Ahnung. Kartenfragment 2. Reynolds Crossing, okay. Hier kann man sich verstecken. Ich bin nicht so der Verstecktyp in so einem Spiel. So. Muss ich ja mal sagen. Da ist jemand mit Sichel drin. Yay. Und da ist eine Sprengfalle. Guten Tag. War mir schon klar, dass du wieder aufstehst, du Penner. Aber keine Sorge. Das ist aber ein großer Schlüssel. Nimm mir trotzdem mal mit. Aber die Fackel, auf jeden Fall ein sehr, sehr effektives Werkzeug. Versuche nochmal hier das Ding abzumontieren.
Und auch hier liegt wieder jemand drin. Aber ich habe keine Streichhölzer mehr. Steuerung verstecken. Unterm Bett. Hm, ist klar. So, nachdem ich das heldenhaft geplündert habe und ihren Schlüssel gehalten habe, wofür ich den auch immer brauche, setze ich mal eine kleine Reise fort. Ich denke mal Richtung Licht. Ich würde jetzt gerne nochmal einen Kontrollpunkt erreichen. Ich höre schon wieder jemanden atmen. Da bin ich ganz fuchsig. Ach, da ist auch noch einer mit Fackel, okay. Hier drin ist aber erstmal keiner. Streichhölzer, sehr gut. Munition ist noch besser. Sehr schön, ja, so gefällt mir das doch. Guck mal da im Haus. Das war dumm. Ah, du hast mich entdeckt. Das ist sehr schade. Aber ich will jetzt nicht schießen unbedingt. Weil da hinten kommt noch dein anderer Freund und ich bin nicht so gewillt gerade. Ich guck mal, was ich noch im Inventar für dich habe, mein Freund. Das Spiel hält im Hintergrund doch nicht an. Ich glaube, ich ramme mir erstmal meine Spritze da rein. Ich glaube, die kann man noch gebrauchen. Ja, da ist noch richtig Luft nach oben. Ich weiß noch nicht, ob ich dich erledigen muss. Soll, will vor allen Dingen. Ich gehe mal gerade außen rum. Eventuell gibt es ja einen zweiten Weg da rein. Ja, das wäre einfacher gewesen für uns alle. Nachdem du da noch nach dem richtigen Weg suchst, schaue ich mich hier schon mal auf deinem Hof um. Was ich alles noch so gebrauchen kann. Eine nette Klippe. Ein Feuer. Ich weiß nicht, wo der Typ hin ist. Der wird mich schon irgendwann überraschen. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass er eh irgendwann wieder kommt. Auch hier ist wieder eine Flasche. Ich höre ihn zwar, aber ich sehe nichts von ihm. Ach, da ist er doch. Flimm. Er hat sich also wieder beruhigt. Oh, nee, doch nicht. Nein, er hat sich doch nicht beruhigt. Entschuldigung, mein Fehler. Komm, das hat ihm doch... Oh, sehr gut, sehr schön. Verbrennen tun wir dich natürlich auch. Muss ja sein. Und den Brain Juice ziehen wir natürlich auch noch da irgendwie raus. Den nächsten werde ich mit der Fackel verprügeln. Oh, Bärenfalle! Verbrennen? Was soll ich denn verbrennen? Okay, man kann also entweder verbrennen oder entschärfen. Guten Tag! Ich habe hier noch eine Fackel für dich! Deswegen ist die also nicht angekommen. Warum kann ich hier den Heubrallen... Ach egal, wir gehen erstmal in die Hütte. Eventuell gibt es noch was Interessantes. Da war, glaube ich, gerade eine Sprengfalle. Ja. Wir nehmen einfach mal alles mit. Warum nicht? Hier gibt es auch noch irgendwelche Sachen. Eine Hobbyspritze, sehr gut. Noch mehr Zeug. Da hinten ist noch so ein netter Freund. Zack. Ja, da hinten war das bestimmt. Also es ist eine Art Stealth-Horror-Supergame. Und tschüss. Was knurrt ihr eigentlich immer so ekelhaft? Das ist doch widerlich. Ich habe leider keinen
Feuermacher mehr. Sonst würde ich dich auch noch verbrennen, aber... Kann halt nicht alles haben. Okay. Ich glaube, das war eine Sprengfalle. Oh, die siehst du aber auch super geil und überhaupt gar nicht. Boah, die sind überall aufgestellt. Oder ist jetzt hier der Heuwagen explodiert? Das kann natürlich auch sein. Hier ist noch eine Sprengfalle. Nicht schlecht. Von den Fallen her ist es echt, das ist echt extrem gefährlich. Hier hätte ich jetzt zwei auf einmal, die ich verbrennen hätte können. Aber leider habe ich dafür nicht... Ja, ich hätte euch... Ich weiß, ich hätte euch verbrennen können vorher. Okay, ich kann nicht so gut schießen, wie ich dachte mit dem kleinen Revolver. Okay, das war schon mal gar nicht schlecht. Da wirst du aber auch aggressiv hier. Wiederholt drücken. Da habe ich wiederholt gedrückt. Oh, sehr gut. Huh. Alles voller Blut, aber immerhin. Boah, meine Fresse. Ich dachte nicht, dass es so viel aufs Kämpfen spezialisiert ist. Ich dachte, es ist ein bisschen mehr... Jetzt muss ich aber Gas geben hier. Können wir ruhig ein bisschen lang... Ah, wir können ruhig richtig Gas geben, komm. Irgendwann sollte er einrasten. Dankeschön. Und wir sollten auch mal langsam... Wieder einen Kontrollpunkt erreichen an dieser Stelle. Richtig, das ist schön. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es hier heißt, hier spricht Oster. Und wir sind zurück bei The Evil Within. Und sagt mir nochmal, was ihr davon haltet. Bis jetzt ist es ein wirklich schwieriges Spiel. Ich hätte doch lieber auf Anfänger für die Schwachen und Ängstlichen machen sollen. Naja, bis zum nächsten Mal.